Dein Make-up ist wunderbar in Ordnung. Und damit sagen wir auch hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Hund, Katze, Specht. Jetzt ist sie ein bisschen überrumpelt. Was meinen Sie, was wir gerade schon eine halbe Stunde über die Make-up-Tipps von Frau Höfer diskutieren mussten? Aber verdrehen Sie nicht die Augen, es war so. Darf ich auch mal hallo sagen? Hallo, schön, dass ihr da seid. Der Herr Specht trägt sein Haar heute offen, seht ihr das? Genau. Ich weiß nicht, ob Sie das Brett vorm Kopf haben, da vom Katzen-Catwalk. Wir sind nämlich hier im Katzenkinderzimmer. Ich weiß genau, was Sie vorhaben. Sie geben mir das jetzt her. Und um die süßen kleinen Stubentiger geht es heute. Und die sind noch ein bisschen jünger, oder? Die sind alle so zwischen 1 und 2 Jahren und kommen von unserem Partnertierheim aus Rumänien. Jetzt wird sich manch einer denken, müssen die jetzt auch noch Katzen aus Rumänien holen? Für uns gibt es im Tierschutz einfach keine Grenzen, egal ob das jetzt Hund oder Katze, Deutschland oder Frankreich oder Rumänien ist. Wir haben im Moment, das habe ich aber jetzt geschickt gemacht. Ne? Aha. Wir haben im Moment Platz im Katzenhaus und wir haben dadurch, dass wir so viel Platz haben, in ganz Deutschland tatsächlich schon rumtelefoniert, welches Tierheim Katzen hat, weil es ist ja nun nicht der Sinn der Sache, dass wir hier ein großes Katzenhaus haben und keine Katze drin. Aber im Moment ist überall Katzenmangel, in Anführungszeichen. Das heißt, die Kastrationen, die wir ja das ganze Jahr über machen und seit Jahren machen, die fruchten anscheinend in der Tat. Das ist doch gut, ne? Und ab und zu mal, wie gesagt, wenn wir Platz haben, nehmen wir mal diese Katzen auf und lass die Krallen drin. Und die sind wirklich, ich finde die unheimlich süß. Erstmal sind sie sehr hübsch und dann sind sie wahnsinnig menschenbezogen. Und das sind auch Tiere, die gerne ein Zuhause hätten, ein liebes. Ich wollte gerade sagen, als ich hier rein bin und die Kamera aufgebaut habe und sowas, es schnurrte direkt so um mich rum. Und ich bin ja eigentlich bei fremden Katzen immer so ein bisschen skeptisch. Wer mich kennt, der weiß das. Als Mann muss man auch zu seinen Schwächen stehen, nicht? Und auch sich seiner Tränen nicht schämen, sage ich immer. Aber hier war das einfach richtig süß. Sind die Geschwister oder... Also ich glaube, die zwei Roten sind aus einem Wurf. Die sind Geschwister und das andere sind Freunde oder angeheiratet oder was auch immer. Guck mal, der Onkel. Guck mal, ich habe ja auch was. Guck mal, manchmal was. Beißen die auch, gell, wenn man sich so Keks nimmt. Weil sie das hier ich passe auf Sack, farblich zu also meinem Sack. Also sie beißt nicht, aber sie können auch Pipi machen. Das weiß ich. Haben Sie noch einen Anschlusstermin? Leider nein, also von daher. Weil sonst würde ich sagen, das ist Katzenpipi, das ist gar nicht das eigene. Jetzt haben Sie mich hier so ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Naja, Sie wollten nicht zu mir mit dem Leckerli, weil Sie das hier so kamellemäßig wie am Rosenmontag geschmissen haben. Wie alt sind die denn jetzt? Wir hatten 4 als ich reingekommen bin. Die Frage hatten wir schon mal behandelt, aber ich sage es gerne nochmal. Zwischen 1 und 2 Jahren sind die. Das ist ja auch eine Zeitspanne, da kann man gerne nochmal nachfragen, nicht? So, wir wissen es ja nicht ganz genau. Also es ist ja geschätzt, bei der Katze ist das ein bisschen schwieriger, das Alter festzustellen als beim Hund. Titzel, willst du auch alle hier hoch? Ich bin ein bisschen verwirrt, weil wir hatten anfangs 4, als ich hier rein bin. Kann das Haben sein? Sie eine verschlammt oder ich was? Ich weiß nicht, wo die ist. Jetzt es gibt eine, ist glaube ich der Tobi, der ist ein bisschen schüchterner. Der hat sich verzogen. Sitze der hinter dem Transparent? Haben wir den eingebaut? Ich habe keine Ahnung. Wird sich vielleicht nachher finden, die nachfolgenden Sendungen, meine Damen und Herren. Oder in der Kameratasche. Das kann natürlich auch sein. Macht er da Pipi rein? Ja, das kann passieren. So, habe ich schon gefragt, wie alt die sind? Ja, die sind, das können bestimmt die Zuschauer jetzt schon beantworten, wie alt die sind. Also noch junge Katzen sind Freigängerkatzen, die möchten gerne raus. Ja. In natürlich verkehrsberuhigter Gegend, also nicht irgendwo an einer Hauptstraße und sowas. Sind gut verträglich mit anderen Katzen, können also sehr gut Zweitkatze werden. Sie hätten ihm mal helfen können. Ja, ich hatte die Hände voll und meine Reaktionszeit lässt auch irgendwie nach. Mhm. So. Mit Kindern auch, mit ganz kleinen Kindern vielleicht nicht, weil hier vor lauter Liebe, wenn die so, sag mal, du bist ein bisschen kompliziert. Jetzt ist mir noch das Stängelchen runtergefallen. Mit ganz kleinen Kindern nicht so, weil sie doch schon gerne mal krallen, aber ich denke mal so ab 7, 8 Jahren wird das gehen. Wollen wir über das Alter noch reden? Habe ich schon gefragt, wie alt die sind? Ja, zwischen 1 und 2 Jahren ungefähr. Wunderbar. Ich glaube, das haben wir jetzt auch abgehakt. Wie kriege ich eigentlich mein Kätzchen dazu, dass es nicht an die Möbel oder an die Tapete geht? Gibt es da einen Trick? Was können Sie als Tierexpertin da einfach sagen? Weil es gibt ja mit Sicherheit auch den einen oder anderen, ich hätte gerne ein Kätzchen, aber wenn die einmal an die Ledergarnitur geht, dann knallt es. Ja? Ja, Katzen haben ja Klettverschlüsse an den Füßchen, ne? Deswegen springen die auch an die Gardinen und bleiben da hängen. Richtig. Das machen ja überwiegend Wohnungskatzen, die sich einfach langweilen ein Stück. Das ist das eine. Das andere, die Katzen wollen natürlich ihre Krallen auch schärfen. Das machen Freigängerkatzen draußen am Baumstamm oder sonstiges. Mhm. Wenn man eine Terrasse hat oder einen Balkon, kann man tatsächlich mal so ein alt
alten Baumstamm, wo die Rinde runtergeht, da gehen die gerne dran. Ja. Sieht ja auch ganz dekorativ aus. In der Wohnung ist natürlich schwierig, da gibt es aber jede Menge Kratzbäume mit Sisal, da ist der ganze Handel voll, sowas. Oder einfach auch wirklich ein Stück Holz. Manchmal gehen die lieber an das Stück Holz und das Ledersofa dann halt abhängen. Aber das ist das Schicksal von vielen Tierbesitzern. Hast du ein schönes Ledersofa, hast Decken drüber, weil du Tiere hast. Ja gut, das ist kennen halt wir, so. Ne? Aber das heißt, wie mit jedem Haustier, es will beschäftigt ja. sein, dann passiert sowas vielleicht auch nicht. Und es muss natürlich, sage ich mal, fürs Hobby einfach auch gewährleistet sein, dass man irgendwo eine Stelle hat, absolut. Wo man kratzen darf ja. und wo nicht ja. gemeckert wird. Ja. Das wäre nämlich jetzt auch mal so eine Frage, wenn ich jetzt eine reine Wohnungskatze habe, was braucht die mehr als eine Freigängerkatze? Naja, die braucht halt Anregung. Ne? Das ist vor allen Dingen, wenn die Leute berufstätig sind, dann sollte die Katze nicht alleine gehalten werden. Solche jungen Katzen langweilen sich wirklich furchtbar. Man sieht ja jetzt auch hier, die sind zwar zusammen und können auch rausgehen, aber die suchen immer irgendwas. Es ist nun mal ein kleines Raubtier, was wirklich beschäftigt werden will. Also was man tun kann, ist zum Beispiel tatsächlich, wenn man das möchte, mit einer Katze klickern. Mit diesen, das geht, ich glaube, absolut, das geht mit dem Hund. Das geht mit fast jedem Tier eigentlich. Also es wurde ja eine Delfintherapie erfunden. Mit Delfinen wurde das erste Mal gemacht, das Klickern. Das kann man sehr, sehr gut mit Katzen machen. Auch Katzen können kleine Kunststückchen lernen. Man kann Katzen, da gibt es so viele Tricks, einen kleinen Parcours bauen. Sie hören mir noch zu, ich ja? Es ist so irritierend, wenn er mich nicht Parcours anguckt. Bauen. Ja, ich bin ja. Parcours halt, bauen, haben wir das letzte Wort, ja. genau. Ja. Einen kleinen Parcours bauen, natürlich auch mit diesen Wedeldingern. Also man muss sich einfach beschäftigen und wenn man berufstätig ist, dann sollte man nicht nur eine Katze halten. Katze ist zwar per se ein Einzelgänger, aber junge Katzen brauchen das einfach. Vielleicht kennt ja der ein oder andere Zuschauer das. Ich hatte mal auch ein Kätzchen. Nein? Ach was? Ja, ganz früh. Das ist aber bestimmt bevor, abgehauen, oder? Nein, bevor, ja, was soll das denn heißen? Nein, die ist mir zugelaufen. Wednesday, weil ich sie dienstags gefunden hatte. Verrückt. Oder? Und die hatte wirklich, jetzt bin ich ein bisschen nervös hier gerade. Ja, wie gesagt, meine Freunde machen die Pipi und wenn sie noch einen Anschlusstermin haben, müssen sie sagen, das ist Katzenpipi. Aber die, die oder hatte sie wirklich beißen halt. Freude, in den Blumentöpfen rumzuschachern. Ja, das habe ich nicht auch gern. Das, ja. Aber ja. es war einfach, aua. Es war, man verzeiht das aber auch, ne? Ja, wenn man Tiere hat, also man kann ja jetzt kein, da muss man sich wirklich, die gibt es zwar nicht mehr, ein Tamagotchi oder ein Stofftier, die wamsen auch mal eine Vase runter. Ja, Katzen kotzen auch ganz gerne mal, gerade wenn sie rausgehen. Das, ja. Nein, sie kotzen, wir wissen das. Und das am liebsten auf dem Teppich. Und zwar auf dem allerbesten, den man hat. Ganz auch klar. Wenn alles mit Fliesen und Vinyl ausgelegt ist. Die rennen halt teilweise bis zum Teppich um den. Ja, das ist nun mal so. Na gut. Sie erbrechen sich. Nicht, dass es nachher heißt, die Diät ist kaputt oder sowas. Die haben mir gleich alle Leckerlis aufgefressen. Ja, aber der Schwarz-Weiße nicht. Ja, die Namen, haben wir die Namen verraten? Haben wir über das Alter schon gesprochen? Nein, haben wir noch gar nicht. Die sind zwischen 1 und 2 Jahre alt. Und da ist man noch im Wachstum und da muss natürlich auch was rein, sind ja, ja so aber man sieht halbe Hemdchen. Auch die Charakterunterschiede, wie bei uns, ich bin ja auch eher der Zurückhaltende, ne? Mhm. Und jetzt er hier, schwarz-weiß hier so, batsch direkt mit der Pfote rein, um sich bisschen. Die Sachen zu krallen. Und das soll ich sein, oder was? Mhm. Ja, das war's schon wieder. Ja, das war's schon wieder. Ich würde sagen, wir freuen uns, wir machen nochmal gerade Werbung für Ostersamstag, 18 genau. Uhr. Möchten Sie mit das machen, Lukas Otte. Weiter füttern? Ja, das war seine Idee. Am Ostersamstag ab 18 Uhr könnt ihr uns live hier sehen. Eine sogenannte Facebook-Live-Übertragung. Und das Tolle ist, es wird nichts rausgeschnitten. Alle seine Versprecher werden drin sein. Und sitzt mein Lidschatten noch richtig von der Frau Höfer. Das größte Problem. Der macht einfach an die Kamera, wann der will. Ja. Also alle seine Versprecher werden drin sein, meine natürlich auch. Und ihr könnt uns Fragen stellen, was ihr wissen wollt, was ihr über schon immer Alter mal der Katzen. Wissen wolltet, zum Beispiel, wie alt die Katzen sind. Also am Ostersamstag, 18 Uhr mit Lukas Otte hinter der Kamera und vielleicht an singt der euren uns ja Fragen. Also das muss er. Das, Lukas also das, Otte, der singt so schön. Ich bin ein Fan, das muss er. Das kann man auch mal sagen. Man kann ja auch mal man kann ja auch mal, kann netzen, man auch mal ne? verlangen, Lukas, so. Oder? Das wunderbar. Kann man auch mal verlangen. Möchten Sie auch noch ein Leckerli, bevor die weg sind? Danke, nein. Auf Diät. Apropos Diät, nicht? Wie sieht's denn aus? Die Leute gucken zu. Da war doch das letzte Mal, der Specht war nicht auf der Waage. Ist das find aufgefallen? Ich ja, also da hat jemand kommentiert. Specht war nicht auf der Waage, stimmt. Ich bin ja momentan am Umbauen zu Hause. Ja, mit Vorschlaghammer, mit allem drum und dran. Ich nehme nicht ab. Ich habe ja schon was gesagt über das Plateau. Also ich habe mich nochmal draufgestellt, hier die Bilder. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da auch nicht mehr glücklich mit mir selber. Er möchte ein bisschen getröstet werden. Ja, und deswegen haben wir jetzt hier süße Katzenbilder zum Schluss. Und wir sagen tschüss, machen Sie es gut. Ciao. Bis nächste Woche. Tschüss.
Das tierische Zuschauerfoto der Woche wird Ihnen präsentiert vom Globus Lahnstein. Unsere Zuschauerin Sonja hat uns das heutige Foto zukommen lassen. Gestatten, wir sehen hier Hundedame Coco vor ihren geliebten Stofftieren. Vielen Dank für diese tolle Einsendung. Und haben auch Sie ein lustiges Foto von Ihrem Haustier, dann nichts wie her damit. Sie senden es, wir zeigen es. Und wenn es das Foto in die Sendung schafft, gibt es einen Einkaufsgutschein vom Globus Lahnstein. Wir drücken die Daumen.